Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Star Stable Remake. Ja, in der letzten Folge hatten wir uns vom Wolffell in durchgeschlagen durchs Grüntal mit der Kettensäge und sind jetzt hier an der Küste bei Frau Pieke. Ja, eigentlich waren wir zum Jorvikstall. Mal sehen, wie wir hier weiterkommen. So, reitet zum Jorvikstall. Eine Bestellung aus dem Gasthaus? Wir brauchen wirklich mehr Bestellungen. Jetzt, wo der Südweg gesperrt ist. Dieser Edfield ist ein tüchtiger Geschäftsmann. Das wird der ganzen Provinz gut tun, wenn er das Gasthaus in Gang bekommt. Du willst zum Jorvikstall? Einfach an der Küste entlang in Richtung Westen, bis du nach Jarlaheim kommst. Reite durch die Stadt und du kommst zum Jorvikstall. Wenn du eh nach Jarlaheim reitest, kannst du mit Jack Goldspur sprechen. Er ist der neue Bürgermeister. Ich bin mir nicht sicher, ob er der Richtige für den Job ist. Er ist noch nie das schärfste Messer in der Schublade gewesen, wenn du verstehst, was ich meine. Haha. Zum Glück hat er ja seine Schwester Jill, die ihm bei allem helfen kann. Sie braucht wirklich sehr viel Unterstützung. Also frag mal, ob du auch helfen kannst. Die ganze Stadt wäre dir dankbar, wenn du etwas helfen könntest. Ja, ja. Jetzt muss ich aber mal was anderes machen. Reite in Richtung Westen auf dem großen Weg. Mehr musst du nicht wissen. Ja, okay, aber wir gucken mal. Sie hat ja hier noch was. Kannst du mir bei etwas helfen? Der Weg in Richtung Süden ist zurzeit gesperrt. Ich weiß nicht warum, aber vor einem Jahr hat unser Nachbar Harald einfach einen Zaun zwischen den Grundstücken aufgestellt. Wir haben uns eigentlich immer gut verstanden. Doch eines Tages stand der Zaun da. Wir haben seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen und ihn nur noch aus der Ferne gesehen. Er sah immer geknickt aus. Ich habe ihn gerufen, doch er hat nicht gehört. Mit unserer verlorenen Freundschaft sind noch andere Probleme aufgetaucht. Es werden Flaschen von seiner Abfüllanlage bei uns am Strand angespült. Ich weiß nicht, warum er die Flaschen wegwirft, aber vielleicht könntest du zum Strand reiten und alle Flaschen einsammeln. Danke, das ist sehr nett von dir. Ja, machen wir das doch mal. Als erstes sammeln wir hier die Flaschen ein, die am Strand zu finden sein sollen. Inguns Klippe sind wir jetzt, haben wir jetzt entdeckt. Ja, ja. Da sehe ich auch schon eine Flasche liegen. So, lassen wir uns hier mal runterfallen. Der Seepferdestrand. So, und noch eine Flasche. 2 von 5. Mein Gott. Und dann reiten wir gleich von hier aus weiter. Richtung Jarlaheim. Die dritte Flasche und die vierte Flasche. Und hier liegt auch Flasche Nummer 5 schon. Ja. Gut, dann können wir jetzt wohl zu Frau Pieke wieder zurück. Die Wolfsweide. So, da wird sie sich ja freuen, dass wir das hier erledigt haben. Hoffe ich zumindest. Und dann schauen wir mal nach Jarlaheim rein. Danke, du bist nett. Ich sollte dem Rat eigentlich von diesem Problem berichten. Doch ich habe das Gefühl, dass unser Freund Harald zurzeit genug zu tun hat. Etwas muss passiert sein. Man schottet sich nicht so einfach vom Rest der Welt ab. Nee, das denke ich auch. Vielleicht werden wir es ja noch irgendwann erfahren. Aber gut, dann machen wir uns jetzt mal hier den Weg lang, wie uns die gute Frau Pieke beschrieben hat. Und schauen mal nach Jarlaheim. Und gucken mal, ob wir auch den Jorvikstall dann hier finden. Hier steht ein einsames Pferd rum. Noch mehr Pferde. Schuschu. So, den Weg geradeaus hat sie gesagt. Das tun wir. Und hier kommen auch schon die Stadtmauern in Sicht von Jarlaheim. Jetzt sind wir am Zollhaus vorbeigeritten. Das ist dann wohl dieses Häuschen da. Und Jarlaheim ist erreicht. So, hier sollten wir ja jetzt wohl zum Bürgermeister. Da ist er auch schon. Hallihallo, ich bin Jack Goldspur. Toll, mal einen Neuling begrüßen zu dürfen. Wer bist du? Hallo Ximena, willkommen in Jarlaheim. Südjorviks ganzer Stolz und die Lieblingsstadt der ganzen Welt. Was kann ich heute für dich tun, Ximena? Du möchtest Hermann treffen? Ach so, typisch. Das ist das Einzige, womit ich dir heute nicht helfen kann. Hermann ist weg. Einfach verschwunden.
Jetzt, wo ich ihn am meisten brauche. Da fährt er einfach in den Urlaub. Weißt du, was das für mich bedeutet? Warum ich Hermann brauche? Also ich bin der Bürgermeister von Jalaheim. Eine riesige Verantwortung also. Warum ich? Niemand anderes wollte und da hat Hermann mich gefragt. Toll, dachte ich. Dann werde ich sicher zu schicken Abendessen eingeladen und so weiter. Es ist aber gar nicht so toll. Jeden Tag ein Papierkrieg auf dem Schreibtisch und alles ist so langweilig. Ich habe mich bei Hermann beschwert, doch der sagt mir nur, dass ich stolz sein sollte und den Bürgern ein Vorbild sein soll. Verantwortung? Vorbild? Bah! Pfui! Du hörst ja, wie langweilig das ist. Ich versuche, Hermann seit Ewigkeiten zu erreichen, um diesen Posten wieder abgeben zu können, aber es klappt einfach nicht, weil er im Urlaub ist. Ich sitze einfach fest. Ich kann einfach nichts machen. Sowas kann man mit mir nicht machen. Mach die Ohren auf, jetzt erzähle ich dir von meinem Plan. Ich werde mein Amt niederlegen. Jemand anderes darf übernehmen. Ha! Was? Was wolltest du, Ximena? Ach, zum Jorvik-Stall. Ich kenne Johanna. Sie arbeitet im Jorvik-Stall. Wenn du mir mit meinem Problem hilfst, kann ich sie anrufen. Möglicherweise kann sie dir helfen, Hermann zu finden. Abgemacht? Gut. Verteile diese Wahlzettel in der Stadt für die Neuwahl. Du kannst dir natürlich auch die Stadt anschauen. Wir sehen uns. Ja, okay. Dann verteilen wir mal die Zettel. Da kommt man neu in die Stadt und gleich wird man genötigt zu arbeiten. Es ist doch unglaublich. Und wo sollen wir hier die Zettel verteilen? Habe ich jetzt hier irgendwas nicht mitgekriegt? Wahlzettel. Ach jetzt, da oben sehe ich jetzt jemanden glitzern. Da werden wir dann ja wohl einen Zettel los. Ah, hier in die Briefkästen kommen die rein. Gut, geliefert. 1 von 7. Mal hier mal rum. Da ist noch einer. 2 von 7. Auch. Reiten wir mal hier die Treppe hoch. Anfangen. Aha. Ja, Nummer 4 ausgeliefert. Auch hier werden wir wieder was los. Dann gehen wir doch noch mal eine Etage höher hier in Jalaheim. Mal sehen. Da ist auch noch ein Briefkasten. Ach ja, und man hat mir ja gesagt, ich kann zwischendrin Sterne einsammeln und der fällt mir hier gerade so schön ein. Weil hier im Eck ist auch einer. Der sich jetzt hier aber von mir nicht anklicken lassen will. Doch. So. Jetzt fehlt uns noch ein Brief. Da ist noch ein Briefkasten. So. Können wir ja hier über die Stadtmauer zurückreiten. War nicht hier oben auch noch ein Stern auf diesem Balkon? Wir gucken mal eben. Da. Wusste ich's doch. So. Dann können wir ja jetzt wieder zurück zum Bürgermeister und ihm berichten, dass seine Wahlzettel alle verteilt wurden. Und hier runter. Und dann sind wir auch schon wieder da. So, hi.
Hallo, Jack. Hat alles geklappt? Toll! Es wird Zeit, mit dem nächsten Teil des Plans zu beginnen. Wir brauchen neue Kandidaten für diesen Job. Ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, aber niemand hatte wirklich Interesse. Wenn du sie allerdings fragst, dann können sie ja nur Ja sagen. Ich hätte sie fragen sollen, ob sie überhaupt mitmachen wollen, bevor ich die Stimmzettel austeile. Immer diese Regeln. Ich kann es einfach nicht ertragen. Okay, okay. Hupsala, okay. Dann geht das jetzt hier mal richtig los. Okay, die erste Person, die zur Wahl stehen sollte, ist Dorit Jalason von der Koppelinsel. Das Oberhaupt der Familie Jalason. Sie war immer sehr ruhig und hat ihr Leben lang hart gearbeitet. Sie ist sehr an der Geschichte der Erntefeldprovinz interessiert und tut alles für die Stadt. Kurz gefragt, fast. Sie ist super langweilig, trockener als die Sahara und total perfekt für den Job. Wenn nur meine Mutter nicht einfach verschwunden wäre. Meine Mama? Ja, Evelyn Goldspur, die eigentliche Bürgermeisterin. Vor einigen Monaten ist sie einfach verschwunden und niemand hat seitdem von ihr gehört. Alle haben sie gesucht, aber sie bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Darüber sprechen wir aber lieber an einem anderen Tag. Reite zu Dorit auf der Koppelinsel und sprich mit ihr. Frag sie nett und drück die Daumen, dass sie ja sagt, Simena. Okay, was müssen wir denn noch? Als nächstes könnte mein Vater Jakob Goldspur ein guter Kandidat sein. Er wäre sicher ein guter Bürgermeister. Er ist schlau und damals hat er meiner Mutter immer geholfen, als sie noch Bürgermeisterin war. Fragt meinen Vater, ob er nicht kandidieren will. Er hat schon hunderte Male Nein gesagt. Doch wenn du ihn fragst, wird er nicht mehr Nein sagen können. Er muss es einfach tun. Ich wäre nie Bürgermeister geworden, wenn er es mir nicht gesagt hätte. Immer mache ich, was meine Eltern mir sagen. Viel Erfolg, Simena. Ich drücke die Daumen. Okay, und mit wem sollen wir noch sprechen? Wenn meine Mutter nur hier wäre, Ximena, sie wüsste genau, was man in so einer Situation machen muss. Okay, sprich mit Philipp Sunfield. Er ist so alt wie ich und sehr gebildet und langweilig. Ihn würde sie sicher hier in der Stadt sicher auch mögen. Nein, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Er nimmt mich nicht ernst, also dachte ich, dass es keinen Sinn machen würde, ihn selbst zu fragen. Dich hingegen wird er sicher ernst nehmen. Ein Versuch ist es wert, oder? Fragt Philipp Sunfield, ob er Bürgermeister werden will. Viel Glück und so weiter. Ja, okay, dann fangen wir doch mal mit Philipp Sunfield an. Die Sunfield Farm liegt ja hier mehr oder weniger um die Ecke. Und arbeiten uns dann langsam durch. Mal gucken, was sie so sagen, die Bürger, die jetzt hier von uns belästigt werden. Aber gut, so ein Bürgermeisteramt, das stimmt schon. Das stelle ich mir auch relativ langweilig vor. Nee, ich mache dann hier lieber mit YouTube weiter. So, die Sunfield Farm und da ist auch schon Philipp. Hallo, Philipp. Hallo, wer bist du denn? Ximena. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Philipp und betreibe den Sunfield Garten mit meiner Familie. Ob ich Bürgermeister werden will? Ja, das war die Frage. Nein, Ximena, ich kann nicht Bürgermeister werden. Evelyn war eine tolle Freundin und ich weiß, dass sie noch lebt. Wenn jemand ihren Posten übernehmen würde, dann wäre das, als würde man sie für tot erklären. Ich kann das auf keinen Fall machen. Was passiert ist, ich weiß nicht. Sie war bei einem Mittagessen und alles schien normal. Sie wollte zur Einweihung der neuen Grube der GED und sie hatte gesagt, dass sie sich nicht gerade darauf freue. Sie und Frau Drake von der GED mögen sich eigentlich nicht, aber dem Wohle der Stadt zuliebe wollte sie trotzdem gehen. Ximena, leider musst du Jack sagen, dass er einen anderen fragen muss. Ja, okay, schade. Aber gut, dann haben wir das jetzt hier zumindest gemacht und dann machen wir uns jetzt mal rüber zur Koppelinsel und fragen danach, wie es ist. Vielleicht wird das ja dann was. Mal sehen. So. Kürzen wir da hier mal ein bisschen ab. Lass uns einfach hier den Berg runterflupsen. Das klappt nämlich ganz prima. Und sind schon auf der Koppelinsel. So, und hier sollten wir auch, jawohl, da ist sie auch, die gute Dorit finden. Zum Bürgermeister kandidieren? Ich habe Jack schon gesagt, dass ich nicht will. Ja, aber er meinte, ich soll trotzdem nochmal fragen. Du darfst Jack mitteilen, dass ich nicht kandidieren werde. In letzter Zeit ist so viel passiert und es gibt so viel zu tun. Das mit Evelyn ist eine Schande. Sie war eine tolle Bürgermeisterin.
An einem Tag ist alles in Ordnung und am nächsten ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Was passiert ist? Ich weiß nur, dass sie bei der Einweihung der neuen Grube der GED oben in den Bergen dabei sein sollte und dass sie davor nie zurückgekommen ist. Laut Frau Drake ist sie nie dort angekommen. Mehr weiß ich leider auch nicht, aber du kannst ja jemanden fragen. Nein, also Jack muss wirklich einen anderen Bewohner fragen. Ja, okay. Das war dann wohl nix. Gut, dann müssen wir jetzt noch... Wer war es? Jakob Goldspur fragen. Und mal sehen, was er uns da antwortet. Aber ich befürchte, dass er da auch nicht so wirklich Lust drauf hat. Aber gut, fragen kostet ja erstmal nichts. Und also versuchen wir unser Glück und reiten da mal rüber. Na, so. Jetzt muss ich mich ja bremsen, dass ich mich, ja, nicht hier vom Pferd werfe und erstmal schön Kaffee trinken gehe, hier beim Stallbugs-Café. Naja. Aber wir sind ja in wichtiger Mission unterwegs. Da gibt es dann keine Pause und keinen Kaffee. Also, auf hoch zur Mühle. Ja, schon die Mühle in Sicht da oben. Die Goldspurmühle. Ich bin gespannt auf die Abfuhr, die wir jetzt bekommen werden. Und da ist er auch schon. Hallo, Jakob. Ach, ich habe Jack schon 100-mal gesagt, dass ich nicht kandidieren will. Ja, ja, aber das hat er irgendwie wohl nicht so ganz verstanden. Kann Jack das denn nicht machen? Ich habe doch schon 100-mal gesagt, dass ich nicht Bürgermeister werden will. Es würde zu sehr wehtun, den Job meiner geliebten verschwundenen Frau zu übernehmen. Was passiert ist? Weißt du das denn nicht? Stimmt ja, du warst ja gar nicht... Hier, meine Frau Evelyn Goldspur war Bürgermeisterin von Jallaheim. Sie hat es geschafft, die Stadt zum Blühen zu bringen und alle haben sie gemocht. Dann war sie plötzlich einfach weg. Sie hatte am Morgen sich noch verabschiedet und sollte zu der Eröffnung einer neuen Grube der GED. Angeblich sei sie dort aber nie aufgetaucht und niemand hat sie seitdem gesehen. Was ich glaube? Ich weiß nicht. Es ist komisch, dass es keinerlei Spur gibt. Niemand hat sie gesehen, seitdem sie das Haus verlassen hat. Ich bin mir sicher, dass sie noch am Leben ist. Uff, sag meinem Sohn, dass er einen anderen fragen muss. Okay, ja, war zu erwarten und... Ja, aber da wird er sich nicht drüber freuen, wenn wir ihm jetzt hier anstatt einer Zusage gleich 3 Absagen aufs Tablett servieren. Aber ja, gut, es ist nicht zu ändern. Die Leute wollen mich. Da muss er dann mit leben. Außerdem hat er ja den Job auch angenommen, ne? Da muss man dann halt auch die Suppe auslöffeln, die man sich da eingebrockt hat. Ja, ja. Ist nun mal so. So. Da sind wir schon fast wieder in Jallaheim. Hoffentlich hilft er uns dann jetzt. Was Hermann betrifft, da wollte er uns ja irgendwie helfen, wenn wir ihm helfen. Jetzt haben wir ihm ja aber nicht wirklich geholfen. Na, mal sehen. So. Oh, Philipp will also nicht Bürgermeister werden. Typisch. Nee, will er nicht. Uff, Dorit will also auch nicht kandidieren. Typisch. Uff, der Vater will nicht. Typisch. Ja. Was mache ich denn da? Niemand von meinen Kandidatenliste will sich aufstellen. Da ist mein Plan also hinüber. Ich muss mir hier etwas Tolles, richtig Tolles einfallen lassen, Ximena. Soll ich Johanna aus dem Jorvik-Stall anrufen? Ich schwöre, ich mache es. Aber jetzt habe ich keine Zeit. Das verstehst du doch, oder? Komm morgen wieder und ich verspreche dir, dass ich sie anrufe. Wir sehen uns. Ja, und da lässt er uns stehen, der gute Jack. Tja, hilft ja alles nichts. Dann geht das hier eben morgen weiter. Ihr Lieben, ich verabschiede mich dann und wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß im Spiel und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.